Listen müssen erstellt werden, Spitzenkandidaten gefunden werden. Das gestaltet sich als nicht so einfach. Beispiel die SPÖ, die ja mit dem Burgenland ordentlich zu kämpfen hat, was die Erstellung der Liste betrifft. Diese Probleme gibt es allerdings nicht nur bei den Sozialdemokraten, sondern offenbar auch bei den Grünen. Leonore Gewessler soll als Spitzenkandidatin bereits abgesagt haben. Und auch der Abgeordnete Michel Raimond zieht seine Kandidatur jetzt auf einmal überraschend zurück. Was hat es damit auf sich? Was sind die Probleme? All das wollen wir jetzt besprechen. Und zwar mit Elisabeth Hofer. Sie ist Journalistin bei der Presse und mir jetzt live zugeschaltet. Frau Hofer, vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo, gerne. Frau Hofer, auch bei den Grünen gibt es offensichtlich Gesprächsbedarf, was die EU-Liste betrifft. Fangen wir vielleicht mit Michel Raimond an. Der hat ja seine Kandidatur überraschend zurückgezogen, nachdem der Parteitag jetzt ins kommende Jahr verschoben worden ist. Wissen Sie, warum? Ja, also er hat es ja auf Facebook kommuniziert, er hat das ja sehr deutlich gemacht. Es hat mit dem offiziellen Grund für die Verschiebung des Parteitags zu tun, der da ja lautete, man weiß, dass ein Wahlkampf immer für mehr Polarisierung sorgt, für eine aufgeheizte Stimmung in der Gesellschaft. Und die Stimmung in Österreich, also auch in Österreich, muss man sagen, sei auch aufgrund der Lage im Nahen Osten ja ohnehin schon recht aufgeheizt. Und wenn man jetzt den Bundeskongress abhielte, wenn man jetzt quasi damit in den Wahlkampf starte, würde man noch dazu beitragen zu dieser Aufheizung der Stimmung. Das ist quasi der offizielle Grund für die Verschiebung ins nächste Jahr. Und Michel Raimond sagt oder schreibt jetzt, naja, in seiner Ansicht, in seinem Politverständnis, in seinem inhaltlichen Fokus wäre es ja genau wichtig, jetzt über diese Themen zu reden, wäre es jetzt wichtig, eine Verbindung zu ziehen zwischen Krieg und Terror und Öl- und Gasregimen wie Russland. Und insofern sieht er sich jetzt mit dieser neuen Strategie, wie er das nennt, nicht mehr als geeigneten Kandidaten und zieht deswegen jetzt zurück. Gut, die Grünen laut offizieller Angabe also eine Entscheidung aufgrund der aktuellen politischen und weltpolitischen Situation. Halten Sie das für glaubhaft, dass Michel Raimond seine Kandidatur wegen einer Terminverschiebung auf einmal zurückzieht? Naja, also der eben genannte Grund für die Terminverschiebung ist ja wohl nicht der einzige dazu, aber glaube ich eh später mehr, dass aber Michel Raimond ein Mann und ein Politiker ist, der das auf Basis dieser Aussage, dieser offiziellen Begründung machen würde, das halte ich schon für plausibel. Also das haben ja auch aus grünen Parteikreisen mehrere Menschen bestätigt, dass das bei Michel Raimond durchaus möglich wäre. Ja, tatsächlich eine Prinzipienfrage offensichtlich. Zu dem Verschiebungsding kommen wir wirklich gleich. Bleiben wir noch vielleicht ganz kurz bei den möglichen Kandidaten. Auch Leonore Gewessler, die Umweltministerin, ist als Spitzenkandidatin gehandelt worden. Sie soll aber bereits abgesagt haben. Da stellt sich natürlich die Frage, warum man eine doch eher bekanntere Ministerin, eben wie Leonore Gewessler, auf einmal nach Straßburg bzw. Brüssel schicken will. Haben Sie da eine Erklärung dafür? Ja, das ist gar nicht so schwer zu erklären, wenn man sich ein bisschen den zeitlichen Horizont ansieht. Also die EU-Wahl wird ja begangen im Anfang Juni nächsten Jahres. Österreich wählt spätestens im Herbst nächsten Jahres den Nationalrat. Und wenn man auf die Umfragen blickt, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass die Grünen danach noch in Regierungsverantwortung sein werden. Und dann könnte man quasi argumentieren, naja, für diese 3 Monate wäre es auch legitim, wenn sich Leonore Gewessler quasi schon vorher ein anderes Betätigungsfeld sucht. Also das wäre in Anbetracht des Zeithorizonts nicht so wild mehr. Die Gegenthese dazu wäre natürlich, dass Leonore Gewessler auch immer wieder von verschiedenen Beobachtern als Spitzenkandidatin für die kommende Nationalratswahl gehandelt wird. Das scheint damit wohl offiziell vorbei zu sein, oder? Ja, das dürfte ohnehin relativ vom Tisch sein, weil ja Werner Kogler recht deutliche Signale gegeben hat, dass er die Grünen zumindest in die nächste Nationalratswahl noch führen wird. Also wann dann wäre das dann vielleicht für die übernächste spruchreif? Und auch da ist Gewessler ja nicht gesetzt. Also auch da gibt es andere Kandidatinnen. Alma Sadisch zum Beispiel, die Justizministerin, würde sich ja auch als Kandidatin oder Nachfolgerin von Werner Kogler anbieten. Also so fix wäre das auch in dem Fall noch nicht. Also Sie gehen auch davon aus, dass Werner Kogler die Grünen in die kommende Nationalratswahl führen wird. Bleibt eben noch die Frage offen, wer es im EU-Wahlkampf werden könnte. Spekulationen gibt es auch rund um die Klimaaktivistin Lena Schilling, die ja eigentlich kein Mitglied der Grünen ist. Zumindest wäre es mir nicht bekannt. Was halten Sie von diesem Gerücht?
Naja, man darf nicht vergessen, dass ja auch Leonore Gewessler jetzt kein Schwergewicht in der Partei war, bevor sie ins Ministerinnenamt geholt wurde. Also auch Leonore Gewessler wurde ja aus dem NGO-Bereich geholt. Das hat sich, glaube ich, für die Grünen als durchaus richtig erwiesen. Und natürlich, also wenn man auch in diesem Wahlkampf kommuniziert wollen wird, dass das Klima das Herz- und Nierenthema der Grünen ist, dann ergibt es für die Grünen natürlich durchaus Sinn, hier eine Klimaaktivistin ins Boot zu holen. Und sie ist relativ jung, also es würde auch wahrscheinlich viele junge Wählerinnen und Wähler ansprechen können. Gut, ich spiele jetzt mal Devil's Advocate und stelle die Frage trotzdem. Elena Schilling ist meines Wissens nach Anfang 20. Ist das nicht vielleicht doch etwas zu jung für so einen großen Wahlkampf? 22 ist sie. Naja, wir leben in einem Land, wo ein 32-jähriger Bundeskanzler war. Nein, also ich glaube, weniger als eine Frage des Alters ist es vielleicht eine Frage der politischen Erfahrung. Was stimmt, ist, dass Lena Schilling in der institutionalisierten Politik wenig Erfahrung hat, sich da nicht auskennt. Also das wäre eher ein Grund. Man könnte auch sagen, sie ist vielleicht zu jung, als dass sie Wählerinnen und Wähler aus dem bürgerlichen Lager gut ansprechen könnte. Aber wie gesagt, Alter ist, glaube ich, weniger die Frage als Erfahrung einfach. Schließen wir vielleicht die Klammer. Jetzt haben wir über mögliche Spitzenkandidatinnen gesprochen, mögliche Absagen, mögliche Zusagen etc. und kommen jetzt vielleicht abschließend noch einmal zurück zu diesem verschobenen Termin. Könnten nicht all diese Gründe, die wir jetzt die letzten 5 Minuten durchbesprochen haben, auch ein Grund für die Verschiebung sein? Man hat offensichtlich einfach noch keinen Fixstarter, keine Fixstarterin. Ja, vollkommen richtig. Genauso schaut es aus. Also der Platz 1 scheint derzeit noch unbesetzt. Ne? Frau Hofer, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen heute schon am Donnerstag ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen auch.